Es geht darum, dass die Telekom gefordert hat von KfW und Bund immerhin 112 Millionen. 95 Millionen sind davon bereits anerkannt, indem man im Urteil gesagt hat, die KfW muss diese 95 Millionen Euro sofort an die Telekom überweisen. Der Rest wird noch geklärt, vor allem auch die Anwaltskosten. Die Telekom macht ca. 17 Millionen Anwaltskosten geltend. Dieses Urteil ist, wie gesagt, entstanden nach einer Sammelklage in den USA von Aktionären, die beim dritten Börsengang der Telekom-Aktien gekauft hatten und in kürzester Zeit erhebliches Geld verloren haben. Und die damalige rot-grüne Koalition entschied also im Jahr 2000, einen dritten Börsengang der Telekom durchzuführen. SPD und Grüne wollten für den Bundeshaushalt ca. 15 Millionen dadurch einwerben. Die Telekom geht an die Börse und ich gehe mit, versprach Manfred Krug im Werbefernsehen, zwischen Spots für Waschmittel und Tütensuppen. Der Schauspieler gab der Privatisierung des Staatskonzerns ein Gesicht und buhlte um das Geld der Massen. Diese Massen waren Hausfrauen, Rentner, Angestellte, Arbeiter, Kleinaktionäre, Kleinanleger. Was Manfred Krug nicht wissen konnte, beim letzten von Rot-Grün veranlassten Aktienverkauf im Jahr 2000 wurden massenhaft Kleinanleger getäuscht. Sie wurden um ihr Vermögen, um ihr Erspartes gebracht. Es ist hier schon gesagt worden, Ausgabekurs etwas über 66 Euro. Später lag der Kurs nur noch bei 10 Euro. Und das lag unter anderem daran, dass der Börsenprospekt falsch war, gespickt war, mit falschen Angaben veranlasst durch die damalige Bundesregierung. Und die Oppositionsparteien, die damaligen CDU, CSU und FDP, haben von Anfang an, es ging zum Beispiel um den Immobilienbesitz der Telekom. Der ist locker vom Hocker so mal weggeschätzt worden. Kaum war der Prospekt raus, kaum waren die Aktien verkauft, musste die damalige Bundesregierung eingestehen, dass die Angaben im Prospekt nicht richtig waren, sondern minus 10 Milliarden die Angaben waren. Und als wir dann nochmal nachfassten, sagte der damalige Staatssekretär im Haushaltsausschuss, alles nachzulesen, ja, und im Übrigen seien auch die Immobilienwerte, die Preise insgesamt gefallen, da habe die Regierung gar keine Schuld dran. So haben sie die Leute ins Licht geführt. 10 Milliarden Unterschied, das ist doch gewaltig. Was keiner wusste, wir damals auch nicht. Und das war ihr Deal der rot-grünen Koalition mit den Gewerkschaften. Und das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir in diesen Tagen auch mal nach Griechenland gucken und das eine oder andere kritisieren. Ein Jahr nach dem dritten Börsengang der Telekom schieden bei der Telekom über 10.000 Mitarbeiter aus. Über 10.000. 98% aus gesundheitlichen Gründen. Davon waren wiederum 25% jünger als 25 Jahre. Das war ihr Deal mit den Gewerkschaften. Das stand nicht im Börsenprospekt. Im Jahre 2007 entschuldigte sich der Schauspieler Manfred Krug öffentlich, dass er den Kauf von Telekom-Aktien empfohlen habe. Weder Sozialdemokraten noch Grüne haben sich heute entschuldigt. Stellen Sie sich mal folgenden Fall vor. Sie haben einen unseriösen Gebrauchtwagenhändler, der verkauft jemandem ein Auto und sichert ihm zu, die Bremsanlage ist in Ordnung. Tatsächlich taucht die nicht mal, um über den nächsten TÜV zu kommen. Das merkt man dann auch bei der Hauptuntersuchung. Und jetzt geht der Käufer zum Gebrauchtwagenhändler zurück und sagt, ich hätte gern das Geld für die Ertüchtigung der Bremsanlage. Und wissen Sie, was dann der Verkäufer antwortet, wenn wir das auf den Telekom-Fall übertragen? Der sagt, dann verkauf doch einfach die Rücksitze von deinem Auto und aus dem Erlös kannst du dann die Kosten für die Bremsanlage tragen. Da würde jeder hier sagen, das ist absurd und das ist unanständig. Und genau so, das kann ich Ihnen jetzt auch erklären, warum das bei der Telekom so war, genau so ist der dritte Börsengang der Deutschen Telekom AG gelaufen. Nämlich dazu gab es diesen Verkaufsprospekt, der hatte ja schon eine Rolle gespielt, der war zumindest so zweifelhaft, dass man sich auf den Vergleich eingelassen hat. Das macht man ja auch nicht leichtfertig, sonst würde man nämlich Untreue begehen, wenn man leichtfertig Vergleiche eingeht, die das Gesellschaftsvermögen schaden. Und so kamen eben Kosten für einen Vergleich von 100 Millionen Euro zustande. Und diese Kosten, 100 Millionen Euro, sollten nur nicht die Verkäufer tragen, das ist genauso wie bei dem Gebrauchtwagenhändler, sondern es sollten letztendlich die Käufer selber tragen. Warum? Weil nämlich die Kosten die Telekom selber tragen sollte. Aber die Leute, die die Telekom entschädigen sollten, denen gehörte ja mittlerweile durch die Aktie ein Stück Telekom. Und diese Aktien, die die gekauft haben, die sind natürlich weniger wert dadurch, dass die Gesellschaft, an der sie selber beteiligt sind, die Kompensation tragen soll für das Unrecht, das diesen Aktionären widerfahren ist. Und deshalb war das Politik nach Art eines unseriösen Gebrauchtwagenhändlers. Genau das
hat der Bundesgerichtshof auch in seinem Urteil vom 31. Mai festgestellt, dass sich der Verkäufer einen solchen schlanken Fuß nicht machen darf. Er verstößt nämlich genau dadurch, dass er dieses Haftungsrisiko überwälzt gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr, weil er nichts und wieder nichts der Gesellschaft, die nur zusätzliche Risiken bekommen hat, dafür geleistet. Zum Beispiel keine Risikoprämie oder Ähnliches. Und das ist eben unanständig. Genau wie bei dem Gebrauchtwagenkauf ist es unanständig, den geschädigten Aktionären letztendlich die Kosten für ihre eigene Kompensation überzuwälzen. Und das kann man auch eindeutig hier so festhalten. Und deshalb schließe ich mich dem Aufforderung meines Kollegen Koppelin an. Da wäre es Zeit, einmal Entschuldigung dafür zu sagen. Und Parteien, die eine Regierungspolitik mitgetragen haben, die so einen unanständigen Börsengang mitgetragen haben, die haben jegliche Legitimation verloren, um sich jemals wieder beim Thema Anlegerschutz hier zu Wort zu melden. Wir werden Sie gelegentlich daran erinnern. Herzlichen Dank.